Stand ist. Salzburg hat doch mit einigen Mühen hier, um die Situation zu bereinigen. Da wollen ein paar ein Hands gesehen haben. Und es gibt Elfmeter, jawohl. Hands-Elfmeter bereits in der dritten Minute. Schauen wir uns das nochmals an. Jawohl. Ganz klar die Entscheidung. Elfmeter für den GRK. Igor Pamić beim Elfmeterpunkt. Im Tor der Salzburger Schabolcs Schaffer. Letzten Anweisungen von Schüttengruber. Wird das die frühe Führung für den GRK? Und Tor! 1:0 für die Grazer nach bereits 3 Minuten. Was für ein Auftakt! Vor einer Woche war Salzburg gegen den GRK in der Meisterschaft bereits nach einer Minute mit 1:0 in Führung gegangen. Und jetzt die frühe Führung für den GRK. Torschütze, der Bulle aus Pula, Igor Pamić. Ramusch, links Pamić, er bekommt noch den Ball. Pamić mit der Möglichkeit zum 2:0. Und das ist es. Das 2:0 in der 34. Minute. Vorentscheidung. Schauen Sie, wie Werner Gregoritsch jubelt. Er dankt bereits dem Himmel. Schauen wir uns das nochmals an. Ramusch auf Pamić. Der macht einen Haken. Trifft den Ball gar nicht so gut. Schafft es aber dennoch, den relativ weit vor dem Tor befindlichen Schaffer zu überheben. Knapp, aber doch ist es sich ausgegangen und das ist das 2:0. Igor Doppelpack. Hat schon 2 Tore am vergangenen Samstag im Derby gegen Sturm erzielt. Eines. Ja, was geht in einem Spieler jetzt vor? Ein Pfeifkonzert natürlich von den Salzburger Anhängern. Und er weiß, was am Spiel steht. Ist es besser, ist es einfacher, ein Elferschießen zu beginnen oder es abzuschließen? Wie auch immer. Kulowitz gegen Schaffer. Kulowitz läuft an und Schaffer hält. Schaffer hält den ersten Penalty, mitten aufs Tor geschossen. Aber natürlich ist so etwas auch immer ein bisschen eine Glücksfrage. Mit dem Bein, mit dem unteren Bein hat er den Ball gehalten. Jetzt hat Heiko Lessig die Möglichkeit, auf 1:0 für die Salzburger zu stellen. Zwei Routiniers stehen sich hier gegenüber. Hunter. Ganz sicher gemacht. Heiko Lessig. 1:0 für die Salzburger. Und der nächste ist Scheliaro Tutu. Ja, Ehrenpräsident Rudi Quenberger. Lächelt zufrieden, kann sich einmal ein bisschen zurücklehnen, kann durchatmen. Während jetzt Scheliaro Tutu sich den Ball zurechtrichtet. Läuft ganz kurz an. Und ganz trocken, ganz cool macht er hier das 1:1. Ist ein Applaus wert von Minister Martin Bartenstein. Ja, genau ins andere Eck. Schon getäuscht, Scheliaro Tutu. Also 1:1. Harald Meissen kann aber jetzt nach der zweiten Serie auf 2:1 stellen für die Salzburger. Der Belgier, der von Feyenoord Rotterdam gekommen ist. Ja. Ein bisschen nach dem Schuss ausgerutscht, aber
2:1. Salzburg hat also die ersten beiden Elfmeter verwandelt. Sie wird in Kürze den Pokal überreichen, Sportminister Susanne Riespasser. Jetzt aber Igor Barmisch, zwei Tore hat er gemacht. Und mit Glück macht er jetzt das dritte Tor. Schaffer war im richtigen Eck. Hat den Ball noch berührt. Aber der wuchtige Ball ist doch noch unter seinem Körper durchgegangen. Also Igor Barmisch, an ihn wird es nicht liegen, wenn der GRK es hier bei Fendt nicht schaffen sollte. Richard Kitzbichler. Bringt er die Salzburger wieder in Führung. Daneben! Daneben! Alles wieder offen! Es ist ihm vieles heute nicht geglückt und auch den Elfer jagt er über das Tor. Richard Kitzbichler. Der Kapitän, nein, jetzt ist immer der Kapitän, Lipa und Tor. 3:2, der GRK in Führung. Das ist die heiß begehrte Trophäe, das ist der Pokal. Jetzt haben also die Grazer vorgelegt und ja, auch Herfried Savitzer mit viel Glück. So wie zuvor Barmitsch, auch Herfried Savitzer mit einer gehörigen Portion Glück und er kann gar nicht mehr hinschauen. Einmal war mit der Hand dran. Und jetzt der Kapitän Anton Ehmann. Er hat sich extra für dieses Finale die Haare rot färben müssen. Und er schießt ganz, ganz trocken aus seiner Sicht ins rechte obere Kreuzige. Und das heißt, dadurch, dass es bereits die fünfte Serie ist, dass der nächste treffen muss, sonst ist der GRK der Cupsieger. Wer hat diese schwierige Aufgabe? Es ist Peter Lipschei. Peter Lipschei muss jetzt treffen, sonst ist das Spiel beendet. Sonst heißt der Cupsieger GRK. Lipschei läuft an. Und gehalten! Der GRK ist der Cupsieger 2000. Franz Almer, der Held. Er hat seine Mannschaft schon bewahrt vor dem Rückstand in der Verlängerung mit einer Glanzparade und er